Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Der ARMT Tier 5 Premium Light aus den diesjährigen Lootboxen und Wargaming beweist mit diesem Fahrzeug, dass sie keinen Bock auf Low-Tier haben. Dieses Fahrzeug hätte so viel maximales Spaßpotenzial, ohne dass er auch nur in irgendeine Richtung OP sein müsste. Aber Wargaming zeigt alleine schon mit diesem Panzer aus den Lootboxen im Low-Tier-Bereich, dass sie absolut null Interesse haben, irgendwie sich in irgendeiner Form um den Low-Tier-Bereich zu bemühen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, die Amerikaner sind dahergegangen und haben gesagt, wir müssen uns irgendwie eine Kopie vom Skoda T50 oder vom Skoda T25 klauen, packen das Ganze irgendwie auf Tier 5, geben ihm halt diesen Dreier-Autoloader und dann wird es schon irgendwie geil. Ja, das hat halt leider nicht so ganz funktioniert. Also wie gesagt, das Fahrzeug hätte Potenzial, ist aber einfach vom Balancing eine absolute Katastrophe und das liegt meiner Meinung nach primär an zwei Sachen. Das liegt an der DPM, also an dem Clip, an der Clip-Nachladezeit von Stock 19 Sekunden. Und es liegt in der Kanone geschuldet an den Softstats in Zusammenhang mit der absolut grottigen Genauigkeit. Wenn das nicht der Fall wäre, meiner Meinung nach, wenn man da ein bisschen nachbessern würde, es muss noch nicht mal riesig viel DPM sein, dann hätte das Fahrzeug wirklich Potenzial, durchaus Spaß zu machen. Vielleicht den Intra-Clip. Klar, es ist am Ende halt natürlich Tier 5. Man muss es jetzt nicht übertreiben. Mit 2,5 Sekunden Intra-Clip ist das schon okay. Er hat eine gute Gun-Depression. Er hat eine sehr gute Gun-Depression. Er hat eine sehr gute Gun-Elevation. Aber das ist halt unterm Strich einfach nicht alles. Und dafür, dass das ein Medium-Panzer ist, mutiert das Teil im Grunde zu einem TD, weil er auch bei den Lebenspunkten nicht wirklich was hinzusetzen kann. Das Problem ist dabei aber, wenn man das Ding wirklich wie ein TD spielt, dann sagt die Kanone ja, hey, ich bin keine TD-Kanone, denn ich bin ungenau. Ich habe beschissene Softstats. Das Einzige, wo ich vielleicht noch einigermaßen gut im Fünferbereich bin, ist die Einzelzeit. So, das heißt, wenn du das Ding mit dem Dreier-Clip spielen willst, brauchst du eigentlich immer irgendwie eine Backup-Option, weil du stehst so lange in der Nachladezeit rum, dass es tatsächlich schwierig wird. Und dass so ein Excelsior, wenn man jetzt keinen Support hier hat, tatsächlich schon ein Problem wird. Weil 19 Sekunden Stock sind unterm Strich irgendwas um die 17, irgendwas Sekunden. Und das ist echt brutal. Und dann ist es ja auch nicht so, dass man dann den Gegner eben mal rausbatzt, sondern man macht halt irgendwie 300 und ein paar zerquetschte Damage. Und der Excelsior kann jetzt trotzdem aller Arschruhe auf den VK30 drauf fahren. 345 potenzieller Clip-Damage haben wir. Und damit ist der Excelsior jetzt hier in Reichweite. Dazu kommt natürlich, dass das Fahrzeug rein vom Crew-Layout nichts Relevantes mitbringt, um Mannschaften zu leveln, weil das als Medium-Panzer im amerikanischen Tech-Tree sucht man tatsächlich vergebens. Wir haben einen Kommandanten, der Funker und Ladeschütze ist, der Richtschütze ist auch Ladeschütze und wir haben noch einen Fahrer. Ja, da hört es dann halt leider relativ schnell auf, was das Potenzial angeht, Mannschaften mit dem Teil zu leveln. Ja, ich will ihn nicht komplett schlecht reden, aber ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht, was Wargaming hier mit diesem Fahrzeug gemacht hat. Und ja, das war vorher schon leider absehbar. Durch die Supertestdaten und auch die Daten, die auf Tanks.gg verfügbar waren, da hat sich leider nicht viel verändert. Oder eigentlich meiner Meinung nach gar nichts. Und ja, da kommt dann halt entsprechend sowas bei raus. Der Light ist zu. Das ist natürlich jetzt ein massives Problem für uns. Unsere Lights stehen beide in der Mitte nebeneinander und freuen sich ihres Lebens. Nicht wirklich proper. Ja, Bunker, wenn du das Video siehst, lieber Bunker, du hast mir ein Replay geschickt mit einem Panzerass auf dem. Ich nehme die Runde jetzt hier live auf, weil ich
einfach mal live drüber sprechen möchte. Ich habe überlegt, was ich zu dem Fahrzeug sage. Am Anfang hatte ich wirklich den Gedanken, das Video rein darum zu drehen, dass es eine Kopie vom Skoda T25 auf Tier 5 ist oder dass sie versucht haben, den 9er Skoda in irgendeiner Form nachzubauen auf Tier 5. Aber ich habe es dann doch ein bisschen in die Richtung Scheiße aus Stahl gemacht, weil ja, das Fahrzeug ist halt tatsächlich nicht sehr gut. Wow. Er kann mich da sogar noch treffen. Das ist natürlich nicht so geil. So, habe ich hier eine Outline auf ihn? Nein. Der F2 konnte ihn kurz sehen. Okay, er ist raus. Jetzt können wir hier ein bisschen arbeiten. Was man positiv erwähnen kann, ist die Sichtweite. Natürlich ist der Clip an für sich auch positiv zu erwähnen, nur hat man halt mit der ungenauen Kanone recht große Schwierigkeiten, den auch immer anzubringen. Beziehungsweise hapert es dann vielleicht auch mal hier und da. Ja, braucht man gar nicht versuchen. An Durchschlagswerten. Ich bin schon an Fahrzeugen gebaut, wo ich dachte, wow, was ist denn hier los? So. Kommt der auf den... Ja, aber das solche Schüsse, da kriegst du nie den kompletten Clip an. So, unser Light fährt jetzt. Das ist positiv zu erwähnen. Da ist die Artillerie. Wow, nee, ich glaube, das wird nichts. Wir nehmen den T-34. Der ist besser treffbar. Schade, ja. Und das ist das Problem. Beim Skoda T25 und beim Skoda T50 hast du auch einen Dreierclip. Nur der ist im gefühlt so schnell nachgeladen. Vor allen Dingen beim Skoda T25. Dass das kein Problem ist, wenn du von dem Dreierclip halt irgendwie nur zwei oder ein reinballerst. Aber bei dem ist es echt anstrengend. Und dazu kommt dann halt noch dieses elendliche Gunhandling. Das ist hier tatsächlich schon eine der besseren Runden. Einzielen, einziehen. Ja, das ist schon eingezielt. Und da sehen wir, was wir auf große Distanz mit dieser Kanone machen. Nämlich gar nichts. Auf solche Distanzen musst du von Glück sprechen, wenn du eine Granate ins Ziel reinbekommst. Und jetzt muss ich hier gucken, bleibt der stehen, er geht wieder zu. Da ist er wieder, aber ehe ich jetzt hier eingezielt habe, ist er schon wieder. Nee. Nein. Nein. Ja, also... Da wäre sogar noch Schaden drinne gewesen jetzt, aber keine Chance. Mit dieser Kanone auf dieser Distanz. Wenn du nicht ein stehendes Ziel hast, wenn du nicht selber in aller Arschruhe rumstehst, vergiss es. Und das ist, ja, man muss es im Kontext von Tier 5 sehen. Natürlich darf man hier keine 0,1 irgendwas Softsets erwarten. Man darf hier keine 0,28 Kanone erwarten. Aber 0,42 bei 2, also 2 Sekunden Einzelzeit ist recht gut noch. Aber die Softsets sind dann in Kombination mit der Genauigkeit und der DPM einfach so eine Katastrophe. Da darf man auch nicht vergessen, dass ja die Fünferrunden gefühlt auch alles sehr wuselig sind, deutlich schneller vielleicht laufen als Runden im High-Tier. Nicht immer, ich weiß. Aber bei 19 Sekunden Stock-Reload für den Clip, wenn wir bedenken, wie schnell so eine Runde manchmal läuft und dann noch eine ungenaue Kanone, wo du dann gefühlt alle 20 Sekunden den Clip versuchst anzubringen, und dann immer nur einmal Schaden machst bei einem 115er Alpha. Leute, come on, Wargaming. Das ist leider, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, um hier ein bisschen Low-Tier-Liebe zu bekommen. Und wie gesagt, ich erwarte in keinster Weise irgendwelche OP-Fahrzeuge. Das will ich auch überhaupt nicht. Ich möchte aber einfach Fahrzeuge, die nicht frustig sind zu spielen. Und wenn du halt 19 Sekunden im Reload rumstehst, und dann auch noch von deinen drei Granaten, von deinem potenziellen 345er Clip-Damage, eine Granate vielleicht Schaden macht, dann macht das einfach keinen Spaß. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass irgendwie Fahrzeuge OP sein müssen oder sollen. Am Ende gibt es hier eine zweite Klasse. Das war bisher die beste Runde, die ich mit dem Fahrzeug gefahren bin. Glücklicherweise konnte ich das hier in der Live-Aufnahme euch zeigen. 1227 Schadenspunkte, 766 Basis. Es war ein bisschen APCR dabei, 17.000 Credits knapp und einen 5-fach-Booster habe ich auch noch verballert damit, den ich aus den Kisten oder sonst woher gezogen habe. Sehr, sehr schade. Ihr seht, die Mannschaft, die hat natürlich schon ein bisschen was drauf, die habe ich mir woanders zusammengeklaut. Ist aber natürlich einfach schwierig, was dieses Crew-Layout mit Kommandant, der Funker und Ladeschütze ist und
Richtschütze, der auch Ladeschütze ist, da irgendwas Passendes zu finden. Eingebaut habe ich jetzt hier eine erbeutete Lüftung mit einer Lüftungsdirektive. Ich habe eine Zielführung eingebaut. Ich habe eine Optik eingebaut. Hitpoints-technisch, panzerungstechnisch kannst du den nicht unbedingt vorne mitspielen, zumal du dann immer eine Backup-Lösung brauchst, weil du halt einfach rumstehst und 20 Sekunden Nachladezeit hast oder knapp 20 Sekunden. Und wenn du nah am Feind stehst und keine Backup-Lösung hast, wirst du einfach danach rausgedrückt, dann bist du tot. Zumal er halt auch Hitpoints-technisch, wie gesagt, nicht unbedingt weit vorne mitspielt. Dafür, dass das ein Medium ist, hat er keine guten Hitpoints. Habt ihr den auch aus den Boxen gezogen? Falls ja und ihr in Gefahren seid, lasst mir gerne mal eure Meinung zu diesem Fahrzeug da. Ein vollständiges Review ist jetzt hier, glaube ich, ein bisschen übertrieben für einen Fünfer. Ich bin der Meinung, der wird in der Versenkung verschwinden, wie auch die Fahrzeuge aus den letzten Jahren aus den Lootboxen. Es ist schade drum, dass Wargaming in der Form da überhaupt noch Aufwand betreibt, wenn sie dann halt einfach sichtbar keine Motivation zeigen, spaßige Fahrzeuge zu bringen. Und wie gesagt, spaßig muss nicht OP heißen. Bei dem Fahrzeug hätte es durch den Dreierclip einfach Potenzial gegeben. Sie haben es aber halt einfach verkackt, meiner Meinung nach. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir in die Kommentare. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Gameborn, Fenkohle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall, Klumpen, Franz, Roblitz, Jan, VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.